Und damit, meine Lieben, sage ich herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pumpkin Jack. Und zwar machen wir an der Stelle hier weiter. Und zwar wurden wir von einem grauenhaften Fährmann hierher gebracht. Und die Eule sprach, dass wir versuchen müssen, in dem Wald hier alleine durchzukommen. Und passt auf. Was passiert, wenn Krähen deine Spuren aus Brotkrumen auffressen? Die Krähen werden selbst zu Brotkrumen. Aha. Also was ich gelernt habe, ist nicht in die Richtung der Krähen. Immer in die gegengesetzte. Also nicht dahin gehen, wo die Krähen sind. Immer. Hat hier irgendwer eine Karte? Also da sind Krähen und da sind Krähen. Also müssen wir hier lang. Da sind Krähen, 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 da sind Krähen. Also müssen wir hier lang. Soll ich nach dem Weg fragen? Da sind Krähen, da sind keine Krähen. Krähen, Krähen, da sind keine Krähen. Wow. Krähen, da sind keine Krähen. Das ist kniffliger als ich dachte. Da sind Krähen, da sind keine Krähen. Da sind Krähen, da sind keine Krähen. Da sind Krähen, hier sind keine Krähen. Krähen, keine Krähen. Krähen, da lang. Und dadurch beknallt der Händler. Oh, der ist schon wieder. Wir haben es fast geschafft, Jack. Ich kann es kaum erwarten, dich kennenzulernen. Da sind Krähen. Da sind keine Krähen. Da sind Krähen. Der Typ jagt mir Angst ein. Wie ich sehe, bist du stets bemüht. Okay, konnte ich das schließen. Da sind Krähen, da sind Krähen. Da sind Krähen. Da sind Krähen, da sind keine Krähen. Da sind Krähen. Da sind keine Krähen. Krähen, keine Krähen. Also wie gesagt, immer den Weg nehmen ohne Krähen. Da sind Krähen, da sind keine Krähen. Ach du Scheiße. Ohoho, Jack, der große Jack ist zurück. Ich bin ja so ein großer Fan. Oh, schaut mich an, ich hab's mit einem echten Star zu tun. Geht doch, endlich zahlt sich mein hart erarbeiteter Ruhm aus. Mir wurde gesagt, du könntest womöglich ein paar Informationen über jemanden haben, den ich suche. Du meinst den Zauberer, der rettet der Menschheit? Gewiss doch, das Gerücht hat sich schon bis zu mir rumgeschwiegen. Das hätte ich mir denken können. Also, was weißt du? Vielleicht möchtest du ja seinen Namen erfahren. Seinen Namen? Ja, sag ihn mir. Oh ja, Jack, für eine Legende wie dich mache ich doch alles. Jetzt hör mir gut zu. Der Name des Zauberers lautet Plop. Plop? 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 Was ist Plop denn bitte für ein Name? Nein, nein, du betonst ihn nicht richtig. Man betont es eher so. Plop! Plop! Ah, ach, was zur Hölle machst du da? Eigentlich möchte ich dich nicht austricksen, Jack, aber ich bediene mich nur deiner Mittel. Du schlägst mich mit meinen eigenen Waffen? Touch, du Harpier. Aber denk dran, dass ich auch meinen Teil dazu beigetragen habe, Jack. Überlass mir das Leben, mein Süßer. Du klingst gerade echt verzweifelt. Setz mich sofort wieder ab. Ich fürchte, das geht nicht, Jack.
Ich brauche hier etwas Magisches zusammen. Du bist die letzte Zutat, die mir noch gefehlt hat. Wir sollten gehen, Liebes. Sonst haben wir keine Zeit mehr für uns. Stimmt, weg hier. Ah, das ist eine Katastrophe, verdammt. Was machen wir denn jetzt? Wir werden uns Jack zurückholen, bevor sie seinen Kürbiskopf aushöhlen. Oder noch Schlimmeres. Aber was? Aber wie? Du weißt doch, dass Jack in seinen Körper schlüpfen und ihn wieder verlassen kann, oder? Ja. Na, dann schlüpf mal rein. Ich? Ih, Kretz wirkt. Das würde mir gleich ganz anders. Jetzt nur nicht den Kopf verlieren. Hahaha, brechen wir auf. Tada! Dieser Kürbis ist perfekt. Jetzt habe ich endlich alle Zutaten. Die Musik. Ich bin unterwegs zu dir, Jack. Ich kann nicht mehr. Aua. Konzentration. Sorry, Leute. Ich kann einfach gerade nicht mehr. Die Mucke ist so geil. Konzentration. Ich glaube, meine Konzentration ist gerade weg. Entschuldigung. Oh, die Musik ist so geil. Oh, oh. Voll reingerauscht. Au. Gott. Die sind gerade über meinen Kopf drüber gerauscht. Oh, war das gerade knapp. Haha, da kommen ja endlich unsere Gäste. Wer hätte gedacht, dass eine kleine Entführung das wahre Wunder wirkt? Gebt sofort diesen Kürbis zurück, egal was für einen scheißigen Zaubertrank ihr da zusammenbraut. Wir werden euch aufhalten. Zaubertrank? Was für ein Zaubertrank? Denn, ja, der Zaubertrank halt. Ihr wisst schon, die Pilze, der Kessel, der besessene Kürbis. Oh, du und dein Spatzenhirn, das hier wird kein Zauber. Sondern unser Abendessen. Euer Abendessen? Klar doch, wir sind Veganer. Das hier ist ein Pilzeintopf mit Maggi. Aber warum wollt ihr mich dann essen? Kürbisse haben auch Gefühle. Da hast du wohl recht. Aber Kürbisse sind nun mal echte Vitaminbomben und gut für die Haut, ganz besonders die Besessenen. Wir Veganer leiden unter aktuellem Jähmangel, wie du dir vorstellen kannst. Da können wir auf deine Gefühle keine Rücksicht nehmen. Ah, ihr habt doch beide einen Riss im Kessel. Ich mag vielleicht ein Feigling sein, aber ich werde Jack zurückholen. Willst du nicht noch zum Abendessen bleiben? Nun denn, du wirst einen netten Hauptgang abgeben. Ich möchte keinen Kratzer an meinen neuen Körpervogel. Sei vorsichtig damit. Yep. Danke, ich will deinen Trankgebräu nicht. Wer weiß, was da drin ist. Oh. Ja, perfekt. Ich darf das hier an den Seiten noch nicht aufbrauchen. Hey, Bäume töten! Töten ist ein Verbrechen gegen die Umwelt. Thank you.
Als wäre das nicht schon beschissen genug. Au! Blöder Sack. Es gab gleich Doppelaugenklatsche. Ich hab vergessen, wie ekelhaft das war damals. Haha. Und runter mit euch. Au. Haha, das ist unsere Chance. In deinen heiß geliebten Körper, das ist so abgefahren. Hey, dort drüben, schätze, die Hexe hat sich einen neuen Zauberstab besorgt. Ja, das soll ein Zauberstab sein. Es ist eine Schusswaffe. What a misstep. In their hubris to hunt down the wizard. Jack and his avian accomplices followed the only trail available that they could find in the woods. At the behest of a fawning merchant, Jack was sent on a wild goose chase in the hopes of meeting a powerful witch. Traversing the merciless landscape on horseback, and with the help of an ignoble ferryman, Jack's efforts soon paid off, and he met with the witch, only to have his own head stolen for their supper. With the assistance of the cowardly crow, Jack was reunited with his body. And now, with the wizard's trail run cold, Jack and his companions have only instinct and gumption to guide them. They hurry to follow the sounds of cannons and gunfire to find a city at war. Yum. Und ihr wisst, was das heißt. Die Folge ist damit zu Ende. Ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr eingeschaltet habt und sage bis zum nächsten Mal bei Pumpkin Jack. Und dann geht es hier im nächsten Gebiet weiter. Bleibt dran, bleibt gespannt. Bis dahin sage ich ciao, ciao und bis denne.